Wäre ich die Bild-Zeitung, dann würde ich mich erstmal schämen. Was ich eigentlich sagen wollte, wäre ich die Bild-Zeitung, dann gäbe es vermutlich von mir jetzt die Schlagzeile: Matthias Schweighöfer, unser Mann in Hollywood. Und tatsächlich, immer mehr internationale Rollen kommen bei ihm in die Vita dazu und aus der in Army of the Dead wurde jetzt ein komplettes eigenes Spin-off. Matthias Schweighöfer spielt mit, Matthias Schweighöfer führt Regie, seine Freundin ist auch noch mit dabei, Hans Zimmer macht die Filmmusik. Wie Army of Thieves geworden ist und wie man den Knoten in der Zunge als Deutscher nach Army of Thieves wieder rauskriegt, das alles jetzt. Willkommen in der Filmfabrik. Ludwig, Dieter, ja, das sind Rollennamen, die in den USA in den Kopf schießen, wenn man irgendwie eine deutsche Figur benennen muss. Und so heißt Matthias Schweighöfer eben in Army of the Dead und jetzt natürlich auch in seinem Spin-off Army of Thieves, den er kurz nur AOT nennt. Was ändert sich in diesem Film? Bis auf seine Figur eigentlich alles. Es ist nicht mehr Vegas, sondern Deutschland, keine Zombies, sondern ein recht trostloses, einsames Leben. Ludwig Dieter ist ein 1A-Tresorknacker, bekommt von einer fremden Frau ein Angebot. Ich gehöre zu einer Gruppe, die weltweit Banken ausraubt. Und du sollst bei uns mitmachen. Aber warum ich? Ich bin kein Krimineller. Knack mit uns. Für uns Tresore in ganz Europa und du hast danach ein schönes Leben. Diese Gelegenheit hier ist nicht nur für uns die einzige Chance, sondern auch für dich. Eine einzige Chance auf was? Es tut sich ein Team zusammen, die einen organisieren, die anderen sind irgendwie so die harten Knochen, die sich um alles kümmern, dass jeder den Rücken frei hat. Und Ludwig Dieter ist eben der Nerd, der mit den guten Ohren und mit den feinen Fingern die Tresore knacken kann. Er nimmt diesen Job an, gesellt sich in das Team und glaubt wirklich, jeden Tresor knacken zu können. Er glaubt es. Also, ist es so wie in einem Kinofilm, wo jeder von uns unterschiedliche Fähigkeiten hat und wir zusammenarbeiten müssen, damit wir das durchziehen können, was wir vorhaben, durchzuziehen? Ja. Ja, ganz genau so ist es. Es ist schon wirklich beachtlich. Das muss man einfach mal sagen. Matthias Schweighöfer hat wirklich einige große internationale Rollen jetzt schon in seinem Lebenslauf stehen. Erst diesen Monat mit Resistance, mit Jesse Eisenberg, war er im Kino zu sehen. Da hat er den Nazi-Verbrecher Klaus Barbie gespielt. Army of the Dead. Oh, scheiße. Logisch, haben wir ja schon gesagt. Und jetzt eben das Ding unter eigener Regie. Ich konnte auch mit Matthias über den Film sprechen und er hat mir im Interview gesagt, dass das schon sehr früh beim Dreh von Army of the Dead klar war, dass da noch mehr von Dieter kommen kann und soll. Und noch vor Drehschluss von Army of the Dead kam dann das Greenlight, also top, ihr könnt diesen Film drehen. Zack Snyder hat unter anderem dieses Drehbuch geschrieben, wieder zusammen mit seiner Frau, hat auch mit ihr wieder zusammen produziert. Über die beiden kam dann eben auch der Kontakt zu Hans Zimmer. Matthias hatte den Film nämlich bis dahin ohne Musik geschnitten, dann wurde Hans Zimmer gefragt und er hat gesagt, ja, ein Film ohne Musik, ja, gucke ich mir erstmal an und dann hat er gesagt, ja, mache ich. Und der Hauptgrund, er ist großer Wagner-Fan. Jetzt muss man manchen YouTube-NutzerInnen allerdings sagen, Wagner ist nicht nur diese Pizzamarke, sondern auch ein veritabler Komponist, der im 19. Jahrhundert die europäische Musik ziemlich umgekrempelt hat. Und diese Tresore, die haben auch alle irgendwas mit Wagner zu tun. Die Geschichte hat im übergeordneten Sinn irgendwas mit Wagner zu tun. Und die Filmmusik jetzt eben irgendwie auch. Also viel Klassik, großes Orchester, Streicher, werdet ihr alles im Film sehen und hören. Wir haben aus unterschiedlichen Quellen die Standorte der drei Safes rausgefunden. Das Rheingold, die Walküre, der Siegfried. Alle Wagner-Safes gehören demselben Mann, einem berüchtigten Milliardär namens Bly Tanaka. Wie ist aber jetzt dieser Film, dieses Spin-off? Das Schöne, ihr müsst eigentlich gar nicht Army of the Dead geguckt haben, ihr müsst auch nichts mit diesem Film am Hut haben. Also der Film ist eigentlich relativ egal. Grundsätzlich könnt ihr Army of Thieves gucken, wenn ihr Army of the Dead gut fandet. Wenn ihr ihn kacke fandet, könnt ihr den aber auch gucken. Und wenn ihr ihn gar nicht gesehen habt, könnt ihr ihn auch gucken. Also kompletter Standalone. Es geht hier in erster Linie um Ludwig Dieter und dann das Team um ihn herum. Und das eben auch in einer anderen Welt. Es hat so ein klitzekleinen Hauch. Ocean's 11 oder auch andere solcher Ganoven-Filme. Es spielt auch vor allem damit, dass man die eigentlichen Kriminellen gut findet und mit denen mitfiebert, dass sie doch bitte jetzt diese Tresore knacken. Was aber natürlich daran liegt, dass die Tresore immer noch einem Böseren gehören. Also quasi so ein Robin Hood-Effekt. Irgendwelche Fragen? Nein. Ja, viele. Hunderte. Mir hat vor allem so die erste halbe, dreiviertel Stunde richtig Bock gemacht.
schnelles Tempo, sehr gute Gagdichte. Matthias Schweighöfer da in einer Rolle, die ihm einfach wahnsinnig gut steht, die er zwar schon ein paar Mal gespielt hat, aber ich mag es einfach so, dieses zwischen Nerd und komplett abgedrehten. Ich mag ihn sehr in dieser Rolle und deshalb fand ich das auch hier gut. Er hat wirklich einige sehr, sehr gute Momente. Ich bin völlig überrascht gewesen, welche Qualität vor allem so die Special Effects haben. Und damit meine ich so Kamerafahrten in das Tresor-Innenleben, also da, wo die Zahnräder wohnen und so ineinander greifen. Ja, natürlich sieht es immer noch nach Animation aus, aber es ist dann wirklich doch schon hochwertig. Also generell muss man sagen, der Look ist echt schon gut. Egal, ob es jetzt die Ausstattung ist oder die Drehorte und Kulissen. Das macht grundsätzlich erstmal Bock, schon mal reinzugucken. Los, los, los! Jetzt mach schon! Das macht uns zu wahren Legenden. Irgendwann kam aber ein Punkt, an dem für mich diese erste Spannung und das erste Gag-Level gleichzeitig auch irgendwie flöten gegangen sind. Das hat einen Grund in der Story, den ich jetzt gar nicht so weiter ausführen will, aber es ergibt sich einfach auch völlig logisch. Nur ab da wurde es mir dann einfach so ein bisschen zu zäh. Es konnte einfach nicht mehr dieses Niveau vom Anfang gehalten werden. Ihr werdet das alle sehen. Ich möchte euch definitiv nicht spoilern, aber es bleibt dann halt immer noch so, dass man sagt, ach Mensch, so ein bisschen Dampf hätte noch drin bleiben können. Es verliert sich auch so ein bisschen in den Charakteren und Geschichten, ne, die so drumherum erzählt werden müssen und auch sollen, damit eben eine Geschichte daraus wird. Und an dem Punkt einmal eingestreut, wer überhaupt jetzt noch mit dabei ist, hallo, zwei Namen sind da zu nennen. Ruby Ophé, a.k.a. Matthias' aktuelle Lebensgefährtin und Natalie Emanuel, die wir noch aus Game of Thrones kennen. Die sind beide mit dabei. Ich finde, es ist ein guter Cast, die Stimmung passt, die Chemie ist gut, immer wieder auch so ein wechselnder Fokus in der Story, also nicht nur Dieter im Mittelpunkt. Es gab generell jetzt nicht viel, was ich diesem Film zum Vorwurf machen kann. War dieses Mal einfach wieder so ein Gefühlsding, dass ab einem bestimmten Punkt ich so ein bisschen raus war und so ein bisschen die Verbindung verloren habe. Hat jeder und jede von euch sicherlich schon mal bei Filmen erlebt. Das ist halt einfach so wirklich so ein emotionales Ding. Das Gute ist, ihr könnt ja einfach reingucken. Und wenn ihr nach 2 Stunden sagt, geil, das ist der beste Film überhaupt, bin ich ein bisschen überrascht, aber ich freue mich sehr, dass ihr dann eine gute Zeit hattet. Und wenn nicht, dann habt ihr diesem Ding zumindest mal eine Chance gegeben, was ja auch verdient ist. Was mich allerdings gerade zu einer spannenden Frage bringt, die ich euch mal gerne hier mit hinschmeißen möchte, glaube ich, großes Diskussionspotenzial. Filme im Streaming anfangen und abbrechen, wenn doof. Guckt ihr das oder brecht ihr dann tatsächlich ab? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Ist ja bei Büchern oft auch die große Kiste. Wenn ich ein Buch angefangen habe und merke nach 30 Seiten, boah, ist das ätzend, klappe ich es zu und schmeiße es weg oder lese es doch noch weiter? Erzählt gerne mal in den Kommentaren auch, wie ihr da bei Streaming-Filmen mit umgeht. Würde mich gerade sehr interessieren. Das war eigentlich alles zu Army of Thieves, AOT. Ihr guckt jetzt erstmal rein und dann wisst ihr auch genau, was ich mit meinen wirren Worten in den letzten Minuten so meinte. Ich fand, es war generell ganz okay. Und nochmal Chapeau, Matthias Schweighöfer. Ich danke euch fürs Zusehen, macht's gut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier im Kanal der Filmfabrik. Und tschüss.